Herzlich willkommen beim Capstone-Video zum Thema Gleichungen. In diesem ersten Überblicksvideo wiederhole ich für euch wichtige Grundlagen im Umgang mit Gleichungen. Was ist eine Gleichung? Was ist der Unterschied zwischen einer Grundmenge und einer Definitionsmenge? Wie komme ich von einer Gleichung zur Lösung? Und vieles mehr. In den anschließenden Beispielvideos zeige ich euch, wie man unterschiedliche Gleichungstypen, lineare Gleichungen, Bruchgleichungen, Textgleichungen löst. All dies soll dazu beitragen, dass ihr das so wichtige Thema aus der Mathematik versteht und wiederholt. Ihr wisst bereits, dass eine Gleichung entsteht, wenn man zwei Terme T1 und T2 mit einem Gleichheitszeichen verbindet. Bestehen diese Terme ausschließlich aus Zahlen, so lässt sich sofort feststellen, ob eine Aussage wahr oder falsch ist. Bestehen die Terme aus Variablen und Zahlen, so kann man erst nach Belegung der Variable mit Zahlen feststellen, ob die Gleichung stimmt oder nicht. Veranschaulichen kann man sich so eine Gleichung am besten mit einer zweischaligen Balkenwaage, wie sie in Ägypten schon vor 5000 Jahren verwendet wurde. Auf der einen Seite war die Handelsware, auf der anderen Seite hatte man Gewichte. Und so konnte man die Masse der Ware exakt bestimmen. Mir ist hier eine Überlegung sehr wichtig. Wenn eine Waage im Gleichgewicht ist, ändert sich dieses Gleichgewicht nicht, wenn man auf beiden Seiten der Waage dieselbe Masse dazugibt, wegnimmt, sie vervielfacht oder teilt. Solange man auf beiden Seiten dasselbe macht, bleibt das Gleichgewicht erhalten. Genauso ist das bei Gleichungen. Aber davon später. Bevor man mit dem Lösen einer Gleichung beginnt, sollte man sich immer die Grundmenge ansehen. Die Grundmenge ist die Menge jener Zahlen, die prinzipiell als Lösung in Frage kommen. Die Grundmenge kann die Menge der natürlichen Zahlen sein, die Menge der ganzen Zahlen, der reellen Zahlen, auch der nicht negativen reellen Zahlen, R0+, und vieles mehr. Und bei manchen Gleichungstypen, etwa bei Bruchgleichungen, aber auch bei Wurzelgleichungen, logarithmischen Gleichungen, muss man zusätzlich zur Grundmenge noch eine sogenannte Definitionsmenge bilden. Das heißt, man muss sich überlegen, für welche Zahlen aus der Grundmenge die Terme links und rechts vom Gleichheitszeichen definiert sind. Ich nehme als Beispiel über der Grundmenge der reellen Zahlen Bruchgleichung 1 durch x minus 8 ist gleich 3 durch 2x plus 2. Wir sehen, auf der linken Seite ist für die Belegung der Variable mit der Zahl 8 der Wert im Nenner 0, 8 minus 8. Auf der rechten Seite ist für die Belegung der Variable mit der Zahl minus 1, 2 mal minus 1 ist minus 2, plus 2 ist 0, hier im Nenner der Wert 0. Das heißt, für diese beiden Zahlen ist je ein Term nicht definiert. Wir müssen diese beiden Zahlen aus der Grundmenge herausnehmen und schreiben, Definitionsmenge ist R ohne die beiden Zahlen minus 1 und plus 8. Was ist nun die Lösung einer Gleichung? Manchmal ist sie klar ersichtlich. Die Gleichung 2 mal x ist 6 führt zur Lösung x ist 3. Nur für diese Zahl hat man hier eine wahre Aussage. Was aber tun, wenn sie nicht ersichtlich ist? Dann führt man eine Reihe von Äquivalenzumformungen durch. Ich habe sie schon angedeutet. Man kann beide Seiten der Gleichung umformen. Man könnte zu beiden Seiten dieselbe Zahl, denselben Term addieren. Man könnte von beiden Seiten dieselbe Zahl, denselben Term subtrahieren, beide Zahlen mit derselben Zahl oder demselben Term multiplizieren und beide Seiten durch dieselbe Zahl oder durch denselben Term dividieren. Die Multiplikation mit 0 ist nicht möglich, weil sie zur Aussage 0 ist 0 führt. Die Division durch 0 ist nicht möglich, das wissen wir. All diese Umformungen dienen dazu, dass meine gesuchte Variable auf der einen Seite der Gleichung zu stehen kommt
und auf der anderen Seite dann die Lösung abgelesen werden kann. Alle diese Umformungen verändern die Lösung nicht, sie bleibt erhalten. Hat man nun eine Lösung gefunden, setzt man sie in die ursprüngliche Gleichung ein und führt die Probe durch. Damit lässt sich sehr rasch erkennen, ob die Rechnung richtig war. Damit bin ich am Ende meines Überblicksvideos angelangt. Ich hoffe, ihr begleitet mich noch bei den anschließenden Beispielvideos.